Hallo ihr Lieben, ihr habt mich gefragt, welche Schneiderbücher ich empfehlen kann und da möchte ich euch heute gerne eine kleine Auswahl vorstellen. Starten möchte ich ganz gerne mit diesem Buch hier, unser Schneiderbuch heißt es einfach nur, das ist so ein relativ altes Büchlein, ich weiß gar nicht welcher Verlag, DDR Leipzig, Verlag für die Frau DDR Leipzig. Ich habe das von meiner Mutter. Vielleicht haben eure Eltern das irgendwie auch noch zu Hause rumfliegen. Guckt mal, die alten Bücher sind wirklich ganz gut. Gerade so zum Anfang kann man da echt mal ganz gut reingucken und es gibt einen ganz guten Überblick. So Knopflöcher, verschiedene Sticharten und wie man eine Pasteltasche näht, wie man Reißverschlüsse einnäht. Also all das steht hier ziemlich gut beschrieben drin und tatsächlich auch so, wie wir das in der Ausbildung gelernt haben. Also hier kann ich echt sagen, das ist echt ganz cool. Meine Meisterin hatte das selbst auch sehr zu empfehlen. Das nächste Buch, was ich euch so, was schneidertechnische Grundlagen angeht, empfehlen kann, ist vielleicht der Klassiker und zwar von Burda. Und hier sind auch nochmal so alle Grundlagen drin. Also das Buch kann ich auch ruhigen Gewissens empfehlen. Das ist wirklich sehr schön beschrieben, auch sehr schön abgebildet. Und es gibt einen guten Überblick, was man alles so machen kann. Zu empfehlen so als Schneider-Anfängerbuch auf jeden Fall. Das Buch habe ich auch schon seit einer halben Ewigkeit, fällt in die gleiche Kategorie. Also ich finde, die drei muss man sich vielleicht einfach mal angucken, was einem eher zusagt. Das ist halt so illustriert sozusagen bei dem Buch. Hier sind richtige Fotos gemacht worden und das sind auch nochmal Fotos so mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Auch sehr schön gemacht. Ich glaube, das kostet auch nicht so die Welt. Hier sind auch verschiedene Taschen erwähnt, Reißverschluss, Säume und Kantenabschlüsse. Also im Grunde steht in diesen Grundlagenbüchern immer das Gleiche drin. Man muss einfach gucken, mit welcher Art der Abbildung man vielleicht am besten arbeiten möchte. Komme ich jetzt zu diesem Buch, Fachwissen Bekleidung. Das war mein Fachbuch während der Maßschneiderausbildung. Also das haben wir in der Berufsschule gehabt. Also wenn man sich halt wirklich ein bisschen intensiver mit verschiedenen Stoffen, mit Webtechniken, mit unterschiedlichen Materialien beschäftigen möchte, wie Stoffe hergestellt werden, was für Maschinen es so gibt, dann kann man sich dieses Buch auf jeden Fall mal anschauen. Hier sind auch die verschiedenen Nadeln erklärt, verschiedene Werkzeuge. Also ich finde, mir hat dieses Buch wirklich viel, viel, viel gebracht. Aber es ist auch sehr viel Spezialwissen, das muss man wissen. Also das muss man jetzt nicht unbedingt als jeder Hobbyschneider alles wissen, was in dem Buch steht, aber es ist ganz cool, das zu Hause zu haben und mal nachgucken zu können. Es geht so ein bisschen auch in eine industrielle Richtung und es sind auch unterschiedliche Modeepochen erklärt. Also für mich echt ein schönes Buch mit so einem Gesamtüberblick einfach, was so diese Sachen noch angeht. Wenn man seine eigenen Schnitte erstellen möchte, gibt es im Grunde zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder drapieren oder konstruieren. Konstruktionsbücher habe ich jetzt dieses hier. Und noch eine relativ große Auswahl an Büchern von Müller und Sohn. Müller und Sohn ist so das Konstruktionsschnittsystem, würde ich mal sagen, was man hier so in Deutschland benutzt. Ansonsten findet ihr aber auch sehr schöne Bücher zum Drapieren. Beim Drapieren ist man halt ganz frei in der Schnittfindung. Das heißt, man nimmt den Stoff und drapiert ihn direkt an die Puppe und nimmt dann von dem Stoff den Schnitt ab. Beim Konstruieren ist es genau andersrum. Man hat vorgegebene Maße und konstruiert damit einen Schnitt, den man dann näht und dann anprobieren kann. Man braucht beides im Grunde, also manche Sachen kann man nicht konstruieren, manche Sachen muss man direkt an der Puppe drapieren. An sich finde ich es aber für Anfänger, glaube ich, ganz gut. So ging es mir zumindest, dass ich halt diese Burda-Schnitte oft genommen habe und mir die angeguckt habe. Man muss versuchen, ein Schnittmuster lesen zu lernen und zu gucken, okay, was ist eine Taille und wo ist die Taille und sich versuchen vorzustellen, wie das Ganze am Körper funktioniert. Und wenn man das so ein bisschen verstanden hat, dann kann man auch irgendwann anfangen, Schnitte abzuwandeln und dann auch seine eigenen Schnitte zu erstellen. Anfängern würde ich echt empfehlen, nehmt euch einen fertigen Schnitt oder nehmt einen Schnitt ab. Dafür habe ich nochmal den Tipp. Das ist ein Buch, das habe ich geschenkt bekommen von der lieben Swantje. Und das hat sie selbst geschrieben und ich war ganz beeindruckt. Das heißt Doppelgänger im Schrank. Und in dem Buch wird einfach erklärt, wie ihr eure Lieblingsschnitte abnehmen könnt und auch nochmal so ein bisschen Grundlagen. Und das ist wirklich eine gute Variante, weil man halt ein fertiges Teil sozusagen hat. Du weißt, wie es an dir aussieht. Und
wie du dann den Schnitt abnimmst und nochmal neu fertigst. Also ich finde, als Anfänger lernt man dabei unglaublich viel, wenn man den Schnitt erstmal abnimmt oder halt einen vorhandenen Schnitt abwandelt. Und dann kann man irgendwann anfangen, seine eigenen Schnitte zu konstruieren und anfangen, selbst zu drapieren. Und ansonsten, wie gesagt, verlinke ich euch mal die Seite von Müller und Sohn. Wenn ihr da schon ein bisschen fortgeschrittener seid, dann guckt da mal nach. Und dieses Buch ist auch nicht verkehrt so für Grundlagen und Grundschnitte. Und ich finde, wenn man irgendwann so ein bisschen den Dreh raus hat, dann funktioniert das auch ganz einfach. Also wenn man einen Kleidergrundschnitt hat und den dann abzuwandeln, aufzudrehen, das ist dann alles ganz easy peasy. Aber wenn ihr da noch mal ein bisschen mehr wissen wollt, dann fragt noch mal nach und dann gibt es noch mal ein Video dazu. Es tut mir leid, dass die Sonne hier so kommt. Wie gesagt, ich verlinke euch alle Bücher noch mal in die Infobox. Schreibt gerne, was ihr für Buchempfehlungen habt. Ansonsten ging es mir damals so, dass ich immer ziemlich faul war und so ein bisschen learning by doing einfach das Ganze gehandhabt habe. Und wenn ihr spezielle Fragen habt, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich mache auch gerne ein Video dazu, weil, wie gesagt, mir ging es so, ich habe keinen Bock jetzt so viel zu lesen. Ich probiere einfach mal rum. Vor meiner Ausbildung, also in meiner Schulzeit war das noch so. Und schaue sonst im Zweifelsfall lieber ein Video, weil ich irgendwie immer finde, dass es halt, man sieht halt besser, wie es funktioniert und das ist irgendwie nochmal mehr erklärt, wenn es einem jemand vormacht und du es direkt nachmachen kannst, dann versteht man es irgendwie besser, als wenn man es nur so liest. Bleibt mir kreativ, ihr Lieben, und wir sehen uns im nächsten Video. Und wie gesagt, Videowünsche immer in die Kommentare. Bis dann. Ciao, ciao.